Okay, könnt loslegen. Okay, sind hier Skeddy gegen Weißel. The Brothers of Destruction. Aber wir sehen hier keinen Mario gegen Luigi, sondern Sheik gegen Mario. Skeddy hat auf jeden Fall schon ordentlich Sheik dieses Turnier genommen. Und gegen Repus hat es ihm auf jeden Fall geholfen. Der Gewinner muss... Warte mal, muss der Gewinner gegen Repus? Ich glaube schon. Ja, genau, Repus versus Skeddy oder Beißel danach. Jetzt erstmal schauen, im Moment ist es relativ even. Kann sich aber schnell ändern. Wenn Mario vielleicht noch einen so eine Combo kriegt und dann Upsmash zum Beispiel, das wär's. Skeddy muss auf jeden Fall deutlich vorsichtiger spielen, aber auch genauer. Gut gespaced, ja. Sieht aber so aus, als ob Weißel ganz gut on point spielen würde, dieses Turnier. Schön mit der Plattform. Forward throw to up air. So. Sheik lässt sich auf jeden Fall Zeit. Oh. Und Schild. Oh, Tadild. No Rage. Und da ist wieder der Easy Damage. Forward Throw. Zu Bouncing Fish. Kriegt ihn da gut von der Stage gerade. Oh, kriegt ihn gepunished für die Rolle. Ja, jetzt ist er wieder on stage. Ah, kriegt er ihn gekillt? Ja. Wow, okay. Dafür ist er wieder off stage. Oh, back air to Bouncing Fish. Hätte klappen können. Mario auf jeden Fall jetzt in Kill-Prozenten. Muss aufpassen, wovon er jetzt noch getroffen wird. Sheik kriegt ihn gut von der Stage weg. Hat auch weniger Damage, also fliegt er kürzer. Oh. Eine Menge Fairs, die Ziel treffen und das war's. Er weiß ganz genau, das war's. Naja, vor dem Riesenschädel muss man auf jeden Fall aufpassen. Was? Schon wieder? Ja, einfach weil er tot war, hat er abgebrochen. Gut, Match 2 auf Final Destination. Hat er wieder an der Edge. Ah, diesmal schafft er es nicht, ihn Prozente zu machen. Oh, da hat er ihn aber wieder. Schöner Bouncing Fish. Trump. Oh. Down Tilt, F Tilt. Fair, nice. Oh, das ist viel Damage, den er da gerade kriegt. Oh, Mario Combo. 60% jetzt auf ihm drauf. Immer noch leichte Lead für. Nope! Direkte Faust von Meißel. Ist natürlich jetzt keine schöne Situation für Sheik. Kriegt stark Damage hier gerade.
Oh, oh. Okay, das war Game Nummer 2. Das war nicht so gut. Okay. Jetzt die Frage, bleibt er auf Sheik oder Luigi vielleicht? Oh, Luigi. Oder? Ich glaube auf jeden Fall, dass Luigi eine bessere Wahl ist gegen Mario als Sheik. Einfach weil die Kombos von Mario nicht gut gegen Luigi klappen. Die von Luigi gehen klar noch gegen Mario. Was? Okay. Okay, also Marth gegen Mario. Ja, das hat er sich natürlich dabei gedacht. Also er kann jetzt aus den Kombo von Mario immer mit der Abi raus, wenn es nicht geschildert wird. Oh, ja. Da hat er wenigstens so eine 50-50 dann. Oder was weiß ich, 33-33 Slö. Moment. Der Pick. Nicht so gut aus. Er wird nochmal weggefäustet einfach. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt muss er allerdings ruhiger spielen. Er könnte ihn mit Marth schon im Neutral Game ganz gut dominieren. Und ihn auch ziemlich früh killen. Aber er darf jetzt nicht mehr so ultra viele Prozente kriegen. Geht auf jeden Fall noch voll rein. Mit Tomahawk Fast Fall. Oh. Jab, F-Tilt. Okay, er hat ihn. Oh, und er kriegt tatsächlich auch was aus der Plattform. Oh, es ist viel Damage. Er versucht es wieder mit der Faust. Oh, und der Upsmash, Alter. Puh. Oh, but, das war's. Da hat er sich übernommen mit der Abi, nicht getroffen. Direkt gepunished. F-Smash. Aber 98%, oh, ein Shieldbreaker wäre jetzt natürlich schön für Marth. Killen kann ihn wahrscheinlich nicht, außer er hat irgendeinen komischen Spike-Kram, aber kann ihn auf jeden Fall gut Damage machen. Und Stage Control, oh, 135. Ja, die Kombos klappen wahrscheinlich nicht mehr wegen zu viel Rage. Oh. Ja, weiß ist ziemlich smashy. Jeden Fall. Aber im Moment killt auch schon fast die Hälfte von Marios Moveset. Oh. Grab killt auch irgendwann. Huh. Jetzt muss er zeigen, was er mit seinem Marth machen kann. Man kann es auf jeden Fall schwer für Mario machen, reinzukommen. Mal sehen, ob Skelly das gut hinkriegt. No! Und der dritte Rage Quit. Okay. Also 3-0 für Beiße.